Ich bin die Beziehungsexpertin Ulrike Schreiber und ich unterstütze und begleite Singles, in eine erfüllte Partnerschaft zu kommen. Und ich werde immer wieder angeschrieben mit ganz vielen tollen Fragen. Und heute lese ich wieder mal eine vor und beantworte sie anonymisiert natürlich. Also, mein Mann, von dem ich geschieden war seit 1994, starb vor 2 Jahren. Nach meiner Scheidung hatte ich 8 Jahre eine Wochenendbeziehung, die ich beendete. Seitdem lebe ich alleine, also schon sehr lange. Ich würde gerne wieder einen Partner auf Augenhöhe an meiner Seite haben, fühle mich aber gleichzeitig irgendwie ausgelaugt und weiß nicht, wie und ob ich mich auf die Suche machen soll. So, viele, viele Aspekte hier drin. Und zwar, also, es kann sein, da müsste man mal tiefer reinschauen, es kann sein, dass du dir unbewusst nicht erlaubst, wieder in eine schöne Partnerschaft zu kommen, weil dein Ex-Mann jetzt auch schon vor 2 Jahren, also nicht schon, also weil dein Ex-Mann vor 2 Jahren gestorben ist. Da gibt es manchmal so energetische Verstrickungen, dass man sagt, ach Gott, jetzt ist er auch noch gestorben, ich darf gar keine Beziehung mehr wieder haben. Vielleicht denkst du das gar nicht bewusst, aber vielleicht ist das in deinem Unbewussten drin, dass dich der Tod deines Ex-Mannes tatsächlich in irgendeiner Art und Weise behindert, weil du dir das irgendwie nicht erlaubst, warum auch immer. Das kann also ein Grund sein. Wir hatten das schon mal bei einer Kundin, wo der Mann gestorben ist, bei dem der Mann gestorben ist oder bei der Mann gestorben ist und sie sich gar nicht die Erlaubnis gegeben hat, wieder glücklich zu sein in einer Partnerschaft durch den Verlust des Mannes. Also das kann auch tatsächlich passieren, dass du da in irgendeiner Verstrickung noch bist. Ne? Nur müsste man tiefer reinschauen. So, dann hattest du eine Wochenendbeziehung 8 Jahre lang, die du beendet hast. Diese Wochenendbeziehung hat dich wahrscheinlich aus dem Schmerz der Scheidung wahrscheinlich mit rausgeholt. Und eine Wochenendbeziehung ist so etwas, da hast du ja gar keine richtige, ganz feste Bindung, weil ihr seht euch ja nur am Wochenende. Ist gar nichts gegen einzuwenden, kann aber auch darauf hindeuten, dass du dir auch da schon nicht erlaubt hast, wieder in eine erfüllte, wirklich schöne, enge Partnerschaft zu kommen. Also auch das kann darauf hindeuten, dass du da dir unbewusst irgendeine Nichterlaubnis gegeben hast. Ne? So, seitdem lebst du alleine. Das bedeutet, das ist lange her, ne? 94, 2022, ich kann das gar nicht so schnell ausrechnen. Jo, also dann bist du sehr, sehr lange schon alleine und du würdest gerne wieder einen Partner natürlich haben. Wir wollen das alle, wir sind alle soziale Wesen und wollen Partnerschaften. Aber du fühlst dich irgendwie ausgelaugt und du weißt auch gar nicht, ob und wie und so weiter. Ganz ehrlich, liebe Schreiberin dieser Mail, ganz ehrlich, der gesunde Weg für dich, in eine gute Partnerschaft zu kommen, ist es, bei sich selbst anzufangen und wirklich erstmal bei sich aufzuräumen und für sich Klarheit zu schaffen, wer bin ich, was will ich, was will ich noch in meinem Leben, was will ich noch erreichen, was will ich noch erleben. Diese Klarheit und dieses ganz bestimmte Bewusstmachen, was willst du und wofür stehst du, das ist Schritt Nummer 1, das du machen darfst. Dann musst du gucken, dass diese Ausgelaugtheit, dass die weggeht, die behindert dich ja sowieso in allem. Also das behindert dich ja nicht nur bei einer Partnerschaftssuche, sondern auch in deinem ganzen Alltagsleben, ne? Ausgelaugt sein. Einmal körperliche Symptome abchecken. Ne? Bei Frauen ganz häufig ist es der Ferritinwert, Eisenmangel. Da gehen wir jetzt also in die körperliche Gesundheit rein. Einmal bitte eine Blutanalyse machen, den Ferritinwert bestimmen lassen und da gegebenenfalls mit Infusionen, meistens sind es tatsächlich Eiseninfusionen, die man wirklich gespritzt bekommt. Das helfen auch manchmal gar nicht eine Infusion, es geht bis zu 5 Infusionen, die du machen musst. Such dir dann bitte einen guten Arzt, falls du keinen hast, bitte melde dich. Wir kennen Ärzte, die machen das. Also da einmal gucken, ne, dass diese Ausgelaugtheit wegkommt. Hat das also biochemische Hintergründe, warum du dich ausgelaugt fühlst? Und dann eben auch dieses, du weißt gar nicht, ob und wie du dich auf die Suche machen sollst. Also mein Rat, erstmal die ganzen körperlichen Symptome abklären, dass du aus deiner Ausgelaugtheit wieder erstmal in die Frische und in die Energie und in die, ja, also in einfach ein gutes State wieder kommst, ne, gesundheitlicher Art. Das zweite ist, klar werden, was willst du wirklich? Drittens ist es gucken, sind da noch irgendwelche Blockaden oder Muster von früher, vielleicht von deinem Ex-Mann,
vielleicht von einer Wochenendbeziehung, spielt so beides miteinander rein, dass du dir gar nicht die Erlaubnis gibst, wieder in einer glücklichen Partnerschaft zu sein. Und drittens, dann, wenn du das alles für dich geklärt hast und wenn du in einer guten, hohen, wir sagen ja immer Schwingungsfrequenz bist, wenn du also eine gute, souveräne, glückliche, friedvolle, liebevolle Ausstrahlung hast und dir wirklich klar bist, dass du eine Partnerschaft möchtest, dann kannst du dich auf die Suche machen. Und die Suche machen bedeutet in meiner Welt, nutze offline andere Begebenheiten und Umgebungen, in denen du dich jetzt zurzeit befindest. Also geh raus aus deiner Komfortzone, beginne neue Sachen, mache neue Dinge, wo du neue Menschen kennenlernen kannst. Und das machen wir in unseren Kursen. Geh auf Online-Dating-Plattformen. Ja, ich weiß, ganz viele sagen immer, nein, bloß keine Online-Dating-Plattform. Wir machen beste Ergebnisse. Ich habe meinen Traumpartner darüber gefunden. Ganz viele unserer Kunden haben das darüber gefunden. Und wenn du für diesen Weg, den ich dir da jetzt eben so in Kürze beschrieben habe, Unterstützung benötigst, genau dafür sind mein Team und ich da. Genau das machen wir in unserem 6-Monats-Traumpartner-Kurs. Da gehen wir erstmal und gucken erstmal, was bei dir los ist. Dann gehen wir weiter und gucken, was sind da für Muster und Blockaden und wie können wir die lösen. Dann lösen wir die und dann geht es wirklich ins Können und ins Machen. Und dann gehen wir gemeinsam mit dir auch auf Online-Dating-Plattformen und suchen effektiv und strategisch dann auch deinen Traumpartner. Und es funktioniert. Das beweisen die ganz vielen glücklichen Kunden, die wir haben. Guck mal in die Referenzen unter www.ulrikeschreiber.de. Das ist meine Homepage. Da habe ich auch ganz viele Referenzen, was so die Kunden zu unserer Methode, zu unserer Arbeit sagen und wie dankbar die sind, weil sie jetzt alle in ihrer Partnerschaft leben. Also, ich kann dir das nur anbieten. Such dir ein Erstgespräch mit uns. Komm zu uns. Wir unterstützen dich. Wir begleiten dich. Und ansonsten, mach es so wie beschrieben. Also wirklich das Erste ist, guck erstmal auf deine körperliche Gesundheit. Das ist Nummer eins, Schritt Nummer eins. Und auch da unterstützen wir dich gerne dabei. Ansonsten, falls du nicht unsere Unterstützung in Anspruch nehmen möchtest, wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Kraft, Erfolg, Friede, Fülle, Leichtigkeit, Spaß und Freude, dass du dahin kommst, wo du gerne hin möchtest. Ich wünsche dir alles Gute und allen anderen auch und alle, die sich angesprochen fühlen, schaut mal auf www.ulrikeschreiber.de. Dort findest du die Kursangebote, dort findest du das Kontaktformular, wie du mich erreichen kannst, dass wir mal in einem Erstgespräch gucken, ob wir dich in irgendeiner Art und Weise unterstützen können und ob du da eben ja Resonanz findest und sagst, jo, das würde passen, damit du schneller auch tatsächlich wieder in einer tollen Partnerschaft bist. Alles Liebe, ciao.